Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dying Fucking Light, hier soll Momentum okay, Mori. Okay Karim, ich hab Gürsels Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Oh. Der Selbsthass legt sich irgendwann. So, jetzt musst du nur noch zur Fährstation beim alten Pier. Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kahn versenkt hat. Dutzende Leute sind da gestrandet und warteten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Da ist also eine Siedlung. Du findest sie im Osten. Sind denn noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, das die Bucht verlassen will, wird sofort torpediert. Oh, Victor! Ja, der hat hier eine kleine Nebenquest. Ja, übrigens hier, Memento Mori, ich weiß jetzt, war mir jetzt nicht sicher, ob ich es gesagt habe. Und herzlich willkommen! Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Klar, ich weiß, wie sie reingekommen sind. Dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Ja, was? Ganz sicher? Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Oh ja! Wir kümmern uns um diesen Jungen! Jedoch schauen wir uns jetzt hier etwas um, oder? Oh, Müll! Ja, ich liebe Müll. Aber ich liebe keinen Müll, den ich nicht durchsuchen kann. Blödes Spiel. Ja, ich bin wieder etwas gesund. Man merkt es vielleicht stimmlich, bin ich noch etwas angeschlagen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe keine Grippe mehr. Zumindest jetzt nicht. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist gut. Oh, komm her. Sehr gut. Ich bin aus der Übung. Fuck! Wow! Ah, nimm das! Bist du tot? Jetzt schon! Ja, Neuigkeiten. Das Spiel wurde in Deutschland komplett indiziert und ist, ja, wie soll ich sagen, irgendwie auf der schwarzen Liste. Ja, was heißt das jetzt? Ganz einfach, es ist in Deutschland nicht zu haben und wenn, dann nur unter der Ladentheke oder aus Import. Je nachdem, oh, hier liegt was Schönes. Wie mache ich es auf? Hier. Ja, er muss extra tauchen. Das Wasser ist kniehoch. Mann. So, nimm das und das. Ja, ich hoffe, es stört nicht stimmlich. Also, angeblich, was ich jetzt so gehört habe, ist es nicht so viel anders, als es normal ist. Also ich habe einen Kollegen gefragt in der Arbeit und ist meine Stimme recht verändert. Er sagt, es ist genauso scheiße wie sonst auch immer. Also so schlimm kann es gar nicht sein. Aber Hauptsache kein Fieber mehr. Also ich glaube in Folge 12 oder was das war. Hier braucht wer Hilfe. Arschloch! Alter, der bringt die alle um. Meine Waffe ist noch dazu kaputt. Ey, denen helfe ich schon hier. Ja, das Druckdodgen, das muss ich fast, ne? Oh. Bist du tot? Nee. Komm. Komm, du Kleiner. Oh, der hat auch Gefühle. Dem juckt's vielleicht nur. Boah! Alter, jetzt juckt's mich. Alter, hat mir einen auf die Rübe gegeben. Die sind immer normal. Alter, ist doch nicht normal, deine Kraft hier. Komm, lass dich befummeln. Endlich mal ein freundliches Gesicht. Ohne dich wären wir jetzt Frikassee. Danke. Hier. Du hast es verdient. Gib mir. Zerstörer. Das brauchen wir nicht. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar im Inventar. Mal schauen, was hier so gibt. Na, nicht viel. Ja, das Spiel wurde indiziert. Ich muss aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Es wurde indiziert und das heißt quasi, nicht verkaufbar. Reis greift sich ja doch alles. Und soweit ich weiß, hört sogar der Sarazar auf. Vielleicht muss er sogar aufhören, ich weiß nicht genau. Ja. Hier ist ein kleiner Stützpunkt.
Ideal, ideal. Ja, über die Brücke kommen wir, glaube ich, noch nicht drüber, ne? So, verkaufen. So, die Waffen hebe ich mir lieber auf. Das verkaufe ich. Und die Kippen. Ah, kannst du alles haben, kleiner Mann. Ja, Fragen habe ich leider keine neuen bekommen von euch. Das heißt, ich muss wohl oder übel etwas improvisieren. Wie geht's hier rein? Hallo. Ich bin hier, um was für Rais abzuholen. Schon wieder? Wir haben euch Blutsauger doch erst bezahlt. Ich bin nur der Bote. Ich mach bloß meinen Job, wie alle anderen auch. Ja, wir auch. Rais sagt, er schützt uns, wenn wir zahlen. Aber er nimmt bloß unser Geld. Von wegen Schutz. Nur Drohungen. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott. Ihr seid verdammte Monster. Da ist mein ganzes Geld drin. Nimm's und verschwinde. Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's, oder nicht? Ja, wir sind schon ein Arschloch, ne? Ich wäre so ein Arschloch. Okay, Karim, ich hab das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Gut gemacht. Es geht zurück zu Rice. Ja, den Joke. Also jetzt kommt ein Joke. Achtung. Wie nennt man Zombies, wenn Rice draußen sammeln geht oder auf der Jagd ist? Reisfresser. Das ist so mies. Aber der ist von, ich glaube, Ranzratte, ne? Crane, Crane, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um es ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin, und zwar sofort. Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Okay, das heißt, ohne Antizin verwandeln sich alle Leute. Das heißt, es ist eigentlich keine Heilung, keine richtige Heilung, sondern eher ein Mittel, was den Prozess verlangsamt, wenn nicht sogar stoppt, aber nicht komplett heilt. Das ist interessant. Denn wir sind ja auch infiziert, ne? So. Komm her. Oh, du kopflos, kopflos. Oh. Oh! Rückgratlos! Penner, der hat mich überrascht. Die haben immer Kippen eingesteckt. Die sind sicher an den Kippen verreckt. Schuh. Ich habe nämlich gehört, in so Rettungswegen sollten Medikits drinnen sein. Klingt komisch. Alter, wenn mich jetzt ein Zombie irgendwie vergewaltigt, dann haben wir Scheiße am Stecken. Oh oh. Da sollten Medikits drinnen sein. Alter, geil! Noch mehr? Nee. So, noch einen Krankenwagen brauchen wir nicht. Ja, und in Polizeiautos, wenn wir diese knacken... Also nicht so kleine, sondern eher größere, sind Schusswaffen. Was ist hier los? So, machen wir mal hier. Alter, du dürftest keinen Kopf mehr haben. Oh, oh, da draußen sind... Oh, die sieht aber grimmig. Die sieht grimmig. Ja, das Spiel, ja, wie gesagt. Es hat irgendwie, muss ich wirklich sagen, was Gutes, wenn es die großen YouTuber nicht machen dürfen. Denn so kriegen die Kleinen auch eine kleine Chance, ne? Ist es so. Wer es vielleicht angesehen hat, wird sich denken, scheiße, ne? Ich würde es mir gern weiter ansehen, aber bei wem? Da suche ich mir halt einen kleineren Let's Player. Und vielleicht habe ich bei dem genauso viel Spaß, ne? Kann ja sein. Kann ich hier aufmachen? Nee. Ist das ein
Schlossknacken sehr schwer. Polizei. Zombie ist hier keiner, oder? Ja, kommen schon. Ja, auf die müssen wir jetzt kurz warten, weil sonst fallen sie uns in den Rücken und das wollen wir definitiv nicht. Oh, der stinkt sogar, der hat eine Duftwolke. Oh, die Toilette. Hohoho. Slow. Was? Alter, den habe ich nicht gesehen. Ich muss wirklich aufpassen. Waffe ist auch schon fast kaputt. Ja, ich habe mitgeskillt, dass, falls ich sie repariere, eventuell ein Slot, beziehungsweise der Reparaturslot nicht... wieder Konzentration. Dass der Reparaturslot nicht verbraucht wird. Das heißt, eine Waffe kann man standardmäßig, ja, 3-4 Mal reparieren. Und mit dem Skill kann es sein, dass ich es vielleicht öfters reparieren kann. Habe ich mir gedacht, ist sinnvoll. Alter, die ist schwer zum Knacken. Ich will die Waffe. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Hutas. Yeah. Was wird uns da drinnen erwarten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe Schusswaffen. 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 Ich bitte dich. Oh. Und? Nein. Munition. Ja. Aber wir haben keine Schusswaffen. Dreckig ist das. Dreckig. Ich hasse euch für das, ohne Scheiß. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Schusswaffe finden wollen. Denn ich habe schon oft gelesen, jetzt muss ich mich wieder kratzen, es tut mir leid. Aber ich habe schon oft gelesen, dass wenn man eine Schusswaffe findet, die dann eher benutzt wird oder lieber benutzt wird. Das würde ich sehr schade finden, wenn die wirklich so overpowered ist. Ja, scheiße, ne? Was haben wir hier drinnen? Frauen? Nein. Verschlossene Türen. Müll? Ich weiß nicht, also mit der Erkältung, meine Stimme hört sich anders an, das merke ich ja selber. Aber irgendwie klingt das für mich, also die Stimme, so rau, ziemlich sexy. Oh ja. Als hätte man meine Lunge genommen oder meine Stimmbänder, in den Aschenbecher getunkt und mit Whisky abgespült. Damn sexy. Ich hasse das Schlossknacken ohne Scheiß. Ich hasse es. Aber es ist gar nicht so schlimm, wenn ich mir das so ansehe. Schlossknacken um Schlossknacken. Euer Ernst! Ist das euer Ernst? Da muss ja was Gutes drinnen sein, oder? Alter, die ist lila. Ja, die muss sein, sorry. Hab ich's? Hab ich's? Nee, oder? Ja, ich hab's. Perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt. Ah, ein Paddel. Krieg jetzt Schläger. Oh. Wenn wir hier schon durch Schlossknacken reinkommen, dann machen wir die natürlich auch. Wer gelacht, oder? Ja, irgendwo ist jetzt ein Paket abgeworfen, Mann. Das ist mir aber jetzt gerade Wurst. Ich habe, glaube ich, noch 3 Pakete im Inventar oder so. Die müssen wir auch mal abgeben. Oh, jetzt. Ja, das sieht gut aus. Die Geduld fehlt mir hier, wirklich. Die Nerven. Nein!
Oh. Oh. Alter, das ist die mittlere. Mittleres Schloss knacken. Das sollte leichter gehen. Als die schwere. Für normal. Ah, was ist drinnen? Ein Spaten? Nehmen wir mit, weil ich weiß nicht, wie lange unsere Waffen noch halten. Kann ich nichts mehr mitnehmen? Sieht so aus, ne? Scheiße. Ich bin sicher überladen. Na, eigentlich sollte ich noch Platz haben. Jetzt! Er hat's. Die Frage ist jetzt, wo geht's hin? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Sackgasse ist. Oder ob das der Tunnel ist, durch den wir gekommen sind. Alter! Scheiße, ne? Die Türe gibt's ja auch nicht links und rechts, oder? Nö. Dann geht's hier nicht durch. Dann muss ich wohl oder übel doch den Weg nehmen, wie ich gekommen bin. Oh! So. Zugesperrt. Da ist ein Spucke in der Nähe. Ja, ja, spuck du da hinten nur rum, deine Sülze und Grütze und alles. Ekelhaft. Oh, da ist ein Gift oder so, ne? Da auf diese Brücke muss ich hoch. Ah, wird schon leicht. Hier ein paar... Ja, ich will nicht unnötig irgendwie für Trash meine Waffen hier aufs Spiel setzen. Denn meine Waffen zerbrechen, das darf ich halt nie vergessen. Und wenn die zerbrechen und es kommt wirklich so ein Überding, so ein richtig so, ich bin der Big Boss Zombie und reiß dir den Arsch auf, AMK, Hashtag AMK, dann haben wir hier wirklich ein Problem. Da war irgendwo die Tür, oder? Ah, oh, lass mal den. Ist nur ein armer Zombie, ne? Der kann nichts dafür und so. Ah. Hier war, glaube ich, auch irgendwo ein Zombie drinnen, oder? Hier war irgendwo was. Oder ist er weg? Oh! Alter. Jetzt weiß ich, dass er die Tür auch etwas grober aufmachen kann. Interessant zu wissen, ohne Scheiß. Boom! Hey, wie weit bist du? Fertig. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Leck mich doch, Alter. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Na toll. Hier sind wir Kindermädchen, oder was? Ja, bis ich da unten bin bei dem, glaube ich, wieder... Wow, 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 wow! Okay, ich bin doch nicht tot. Bin ja schon hier. So, ich hab dich gerettet. Ich bin ein guter Mensch. Es ist gut zu wissen, dass es da draußen noch ein paar anständige Leute gibt. Der hatte nur Glück, dass ich runtergefallen bin, ohne Scheiß. Aber egal, mir soll's recht sein. So. Ja, ja, ja. Wow, da war ein großer. So, wir klettern auch etwas schneller, denn das habe ich auch schon freigespielt. So. Wir müssen jetzt einen kleinen Umweg machen. Wegen dem Reisfre... Ich darf nur... Oh, da muss ich immer aufpassen. So, über ihn drüber. Der arme Zombie eigentlich, ne?
So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hier ist ein Schild. Ja, Leute, wie es weitergeht, sehen wir bei der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.